der Moment der Zellenöffnung. Jetzt erwachen die Äpfel langsam aus ihrem Schönheitsschlaf. Bei einer Temperatur von ca. 1 Grad Celsius und in einem sauerstoffarmen Ambiente haben sie ihre Form und Farbe, aber auch ihre inneren Werte nicht verändert. Heute wird die Zelle Nummer 400 in der Genossenschaft geöffnet. Die Äpfel kommen nun zur Sortieranlage und werden sowohl nach Qualität, Größe und Farbe sortiert. Von hier aus gelangen die Äpfel dann über die Wasserstraße zur digitalen Qualitätskontrolle. In 10 Sortierspuren aufgereiht, passieren die Äpfel nun den Kameraschrank und jeder Apfel wird insgesamt von 45 Kameras 60 Mal fotografiert. Mit dem errechneten 3D-Modell kann jeder Apfel auf mögliche Druckstellen und andere Defizite analysiert werden. Je nach Sorte und genau definierter Qualitätsmerkmale werden die Äpfel nun etikettiert und kommen auf das Tassenband. Über dieses wird jeder einzelne Apfel anderen Äpfeln gleicher Qualität automatisch zugewiesen. Das Tassenband lässt die Äpfel dort sanft ins Wasser fallen, wo die jeweilige Güteklasse wieder zur Abfüllung in eine Großkiste weitertransportiert wird. Ist die Kiste befüllt, wird das Etikett mit den wichtigsten Informationen zum Inhalt der Kiste angebracht. Nun können die Äpfel automatisch ihrem Platz im Hochregallager zugewiesen werden. Bevor die Kiste dieses Lager erreicht, werden noch einmal alle Daten der Etikettierung und die optischen Merkmale der Kiste überprüft. Damit im Hochregallager nur zwischengelagert wird, was dort auch wirklich hin soll. Das vollautomatische Hochregallager ermöglicht eine schnellstmögliche Verfügbarkeit der wichtigsten Apfelsorten für einen ständig flexibler werdenden Markt.